Sie sehen richtig. Diese edle Kaviarkiste kommt aus Madagaskar, einem der ärmsten Länder der Welt. Hier hat sich der französische Fabrikant Rova Caviar angesiedelt, gut 60 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, auf 1400 Metern Höhe. In der Aquafarm werden 5 verschiedene Störarten gezüchtet. Vor gut 2 Jahren kam die erste Produktion auf den Markt und war bei Kennern sofort ein Erfolg. Per Biopsie überprüfen wir die Textur der Eier. Ab einer bestimmten Konsistenz wissen wir, dass wir sie zu Kaviar verarbeiten können. Mehr als 700 Kaviarfarmen gibt es weltweit, nur 2 in der südlichen Hemisphäre. Eine davon ist auf Madagaskar. Die Idee, ausgerechnet hier das Luxusprodukt zu produzieren, klang zunächst verrückt. Unsere besten Freunde waren entgeistert. Kaviar aus Madagaskar, warum nicht Lachs aus der Wüste? Viele haben über uns gelacht, aber wir haben ihnen bewiesen, dass es sehr gut funktioniert. Heute beschäftigt die Firma 300 Mitarbeiter und kommt auf eine Jahresproduktion von etwa 5000 Kilogramm. Der Kaviar aus Madagaskar ist kein Geheimtipp mehr. Das Unternehmen exportiert unter anderem nach Hongkong, Mauritius, Südafrika und natürlich Frankreich. Luxusrestaurants in der Metropole wissen das schwarze Gold zu schätzen.